So, was haben wir denn gemacht? Bonus-Episode. Ja, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, aber okay. Hallo Mama, hallo Papa, tschüss. Wo gehst du? Wohin gehst du? Ja, bestimmt wieder zu Amaldo. Aber 100 Pro. Okay, ich gehe dann mal. Bis später. Pass auf dich auf. Yay. Ist das der Gilden-Remix? Ja. Wow. Guten Morgen, Meister. Ah, hallo Junior. Ich habe nur ein paar Nachforschungen über die Schicksalsschlucht angestellt. Sieht so aus, als ob es heute um einiges schwieriger werden könnte als alle Dungeons, die wir bisher besucht haben. Selbst mit meiner Stärke kann das sehr schnell schwierig werden. Hm? Also gehen wir nicht? Vielleicht auch nicht. Ich wäge ab, was wir tun sollen. Lass es uns versuchen. Es wird schon klappen, da bin ich mir sicher. Zusammen sind der Meister und ich unbesiegbar. Kein Problem. Ja, gleich. Warum mache ich mir Sorgen? Dieser Kleine ist ein Erkundungswunderkind. Wenn ich es alleine machen würde, keine Chance. Aber wenn er dabei ist... Nun gut, du hast mich überzeugt. Gehen wir auf zur Schicksalsschlucht. Meister, ich wusste, wir gehen. Das ist mein Meister. Denk an deine Erkundungsvorbereitung. Dort ist der Kangama-Speicher. Wir gehen, sobald du fertig bist. Oh ja! Alter, die Musik ist so sau laut. Ich muss sie mal kurz an mein Headset leiser stellen, irgendwie so. Ich hoffe, ich bin jetzt auch nicht leiser geworden wegen dem Mikro. ja, warte, wie war nochmal Einstellung? Ja. Alles neu für mich. Warte, nehme ich gerade mit? Nee, lagern. Ja. Okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Ein Chaos nehme ich mit und ein... Ja, so. So, ich bin bereit, Mama. Spaß. Speichern. Jo, klar, speichern. Hier ist speichern immer. Ich bin bereit. Mit Hilfe des Kangamas besser kannst du was. Kannst du es aufbrechen, wenn du fertig bist. Ja, wir können los. Hm, Junior, bist du schon fertig mit der Vorbereitung? Ja! Genau. Alles klar, also machen wir uns auf zur Schicksalsschlucht. Oh ja! In diesem Augenblick im Haus von Fluffeluff auf der Ebene. Fluffeluff, lass uns gemeinsam spielen! Hä? Da sind Costello und die anderen. Oh, jetzt gibt's Stress. Ah, die Mama von Fluffeluff. Es tut mir leid, Fluffeluff ist heute wieder nicht da. Ihr ladet ihn immer ein, mit euch zu spielen. Es ist nicht sehr nett von ihm, dass er dafür immer zu beschäftigt ist. Übrigens, Mama von Fluffeluff, worum geht es, Costello? Stimmt es, dass Fluffeluff jeden Tag in den Trübwald geht, um dort zu spielen? Was? In den Trübwald? Ist das wahr, Costello? Wir wissen es nicht genau, aber das ist das, was wir gehört haben. Anscheinend weiß es deine Mama aber auch nicht. Denn es stimmt, hoffentlich geht es Fluffeluff gut, immer an solch einem Ort zu spielen. Hey, Banette, hast du Fluffeluff gesehen? Fluffeluff? Ach, geht Fluffeluff nicht wieder weiter täglich in den Trübwald? Was? Wir haben ihn dort dutzende Male hingehen sehen, dass er immer wieder an einen solch gruseligen Ort zurückkehrt. Ganz im Ernst, ich verstehe ihn nicht, wundersamer Fluffeluff. Wobei, ich habe ihn vor einer Weile gesehen. Dieser finster aussehende Typ da aus dem Wald. Fluffeluff hat sich wohl mit ihm angefreundet oder so. Was? Hoffentlich geht es ihm gut. Ich meine, weil er sich immer wieder mit diesem gruseligen Typen trifft. Papa. Darf ich euch für einen Moment stören? Worüber ihr da redet, könntet ihr mir etwas genauer berichten, worum es geht? Hey, du. Ich? Du hast doch gerade gesagt, da würde ein finsterer aussehender Typ im Wald leben. Wie sieht er denn aus? Er hat große Greifer und eine Schale wie ein harter Panzer. Ich weiß auch nicht, aber er sieht einfach total furchterregend aus. Ich wette, er ist es. Er muss es sein. Und wer sind Sie? Entschuldigt, dass ich vergaß, mich vorzustellen. Ich bin Nidoking. Ich bin ein Erkunder. Ein Erkunder? Genau. Ich sollte mich gebührend vorstellen. In Wahrheit bin ich... Was? Wirklich?
Das riecht nach Ärger. Was zur Hölle? Los, Meister, wir machen sie kaputt. So, waren Attacken. Gut, gut, gut. Ich habe immer noch so eine scheiß Attacken. Das ist schlimm. Nee, egal, Verschnellerung. Die schaffen wir locker. Oh, wir sind durch. Oh, Pause rum, okay. Meister, wo sind wir? Das ist eine Wegmarkierung für den Dungeon. Von hier aus geht es in die Tiefen der Schicksalsschlucht. Sie dient als Wegmarkierung. Ach so, also werden wir beide Tiefen erreichen. Ganz genau, da bin ich mir sicher. Wo wir uns gerade über Wegmarkierungen in Dungeons unterhalten. Wegmarkierungen zu erreichen bedeutet in der Regel, dass sich am Ende irgendetwas erwartet. Etwas erwartet uns? Was kann das sein? Zum Beispiel der Boss dieses Dungeons? Boss? Ja, ganz genau. Gibt es in einem Dungeon einen Boss, schreitet man lieber mit Vorsicht voran. Bosse können in deiner Anwesenheit leicht fehlinterpretieren und denken, dass du ihnen ihr Gebiet streitig machen willst. Sie sind meistens nicht gewillt, dir zuzuhören. Es besteht ein hohes Risiko, angegriffen zu werden. Bosse von Dungeons scheinen nicht viel Geduld zu haben. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt Geduld haben. Was auch immer, wir sollten uns kurz stärken, bevor wir weiter vordringen. Ja, Meister. Lalala. Speichern und fortsetzen. So, das Spiel hat sich erholt. Wir können weiter. Oh Mann. Verschnellerung.
Oh, wir sind durch. Schicksalsschluchtgrube. Wow. Ist dies? Dies ist anscheinend der tiefste Teil des Dungeons. Mach dich bereit und sei auf der Hut. Du kannst nie wissen, was dich erwartet. Ah, dort ist eine Tür. Brennende Fackeln rundherum. Meister, gibt es hier auch einen bestimmten Trick, um diese Tür zu öffnen? Du hast wirklich viel dazugehört, gelernt, Junior. Ich denke schon, diese Fackeln müssen der Schlüssel zum Mechanismus sein, der diese Tür öffnet. Darüber hinaus ist dies ein sehr verbreiteter Mechanismus. Was müssen wir tun? Es ist einfach, wenn wir alle Fackeln löschen, wird sich die Tür öffnen. Sieh mal. Hier kommt Aquaknarre! Sehr gut, die Tür sollte sich jetzt öffnen. Meister, die Tür öffnet sich aber nicht. Warum nur nicht? Au, 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 mein armer Rücken. Meister, ist alles in Ordnung? Ja, wie geht es dir, Junior? Mir geht's gut. Ah, das ist was zum Grübeln. Anscheinend sind wir in eine Grube gefallen. Grube? Das ist es also, dieses Loch. Hey, Meister, was ist denn? Diese Fackeln, sie sind wohl nicht dazu da, die Tür zu öffnen. In Wahrheit haben sie die Falltür geöffnet. Das war eine Art Falle. Falle? Aber auch, wenn es wirklich eine Falle war. Hier ist es so dunkel, dass ich nichts erkennen kann. Sieht fast so aus, als seien wir in eine schwierige Situation geraten. Hey, ich höre etwas. Als ob etwas näher kommen würde. Wie kannst du ruhig bleiben? Ich bin nicht ruhig. Ich bin unglaublich aufgeregt. Das ist ein Monsterraum. Da sind sie. Geben wir unser Bestes. Machen wir das nicht immer? Sei niemals unvorbereitet, wenn es brenzlig wird, Junior. Ach du Scheiße. Also, hier werde ich wohl sagen, also... Ich bin jetzt gerade hier im Kämpfen, okay, ich suche mir gerade Items aus. Aber nebenbei möchte ich noch sagen, dass ich nach dem Bosskampf halt das LP beende. Das ist ganz wichtig, weil das sonst zu lang wird. Ich meine, wir sind ja jetzt schon bei 16 Minuten. Aber nach dem Bosskampf, der wird ja noch ein bisschen dauern. Ist dann halt vielleicht sogar 20 und so. Und ja, außerdem, ne? Logisch. Also dann... Konzentrierung und ja. Ah ja, stimmt, ich kann ja mit Bossräumen sprechen. Oh, Papa. Wir haben einen Belebersamen. Wen gebe ich jetzt die Sinnebeere? Wer frisst jetzt Sinnebeere? Du bist stärker, mach was draus. Sei nicht auf mich. Oh mein Gott. Hey, cool, Glück gehabt. Soll ich mich retten? Ja, ich denke schon. Ich sollte nicht so viel mit Items rumplärren. Ich konzentriere mich gerade ganz drauf. Also sorry, wenn ich jetzt vorher nicht geredet habe. Ey, die kann man one-hitten, ernsthaft? Du bist auch voll am Nerven. Geh weg. Oh shit. Au, 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 au. Okay, dich töte ich als nächstes. Super. Mach einfach Aquaknarre auf ihn, okay? Bitte. Amaldo, komm. Egal, warte, ich mach das. Mit Gesang oder einem... Ach nee, warte. Ich hab ja noch einen Chaos-Sam, oder? Na, das Blend-Sam.
Kaktuspflanze haben. Ach, scheiße. Jetzt töte die doch. Ich bin kurz vorm Sterben. Ja. Perfekt. So, jetzt schaffen wir es, denke ich mal. Oder? Locker, oder? Warum macht er mal so nichts? Ich kann mir rennt da so über, so umher, so. Denkt sich auch so. Yo. Schlaf einfach ein. Komm, irgendwann musst du ihn treffen, ja? Und was werfe ich dich jetzt ab? Immer. Standard. Jo, sehr gut. Jetzt kümmern wir uns noch um ihn. Shit! Also, das ist der längste Kampf, den ich je gebraucht habe. Ich glaube an dich, Amaido. Mach einfach eine fette Hackverknallung, dann hat sich's auch erledigt. Ich warte einfach hier und warte. Danke, nochmal einmal. Komm! Ja gut, GG, okay. Gute Taktik. Erstmal kriegst du keinen Schaden ab hier. Warte, was ist mit dem los? Okay, ich helfe schon. Hast du keine Samen? Mopfe! Durch eine eigene Attacke sterben!